Herzlich willkommen auf der XXL Farm. Hallo. Hallo. So, kleine neue Änderung. Also gleiche Karte, anderer Name. Wir sind jetzt auf der Marchfelder Land. Das liegt in Österreich, rechts von Wien. So wird es auf Wikipedia, glaube ich, beschrieben. Die Karte ist im Grunde genau die gleiche wie die Lösshügelland. Habe ich richtig gesagt? Ja. Hey. Nur der Name hat sich verändert und ein paar Produktionen sind noch hinzugekommen. Zum Beispiel Sägewerk gibt's neu. Du kannst einmal Steuerung G öffnen, drücken dann. Stimmt. Ja, ich zeig's mal kurz auf der Karte. Nordzucker ist neu. Zigarettenfabrik ist neu. Brauerei ist neu. Ja, die Brauerei. Die Brauerei war schon. Die Symbole gab es ja schon, aber nicht alle waren funktionsfähig. Ja, und die Mühle ist aber auf jeden Fall neu. Nee, die war da auch schon. Nein. Da gab es Saatgut, doch. Dünger und noch eins. Saatgut, Dünger und Raffinerie gab es, mehr nicht. Ja, aber hier das Symbol auf der Karte war schon da. Das Echt? meine ich. Habe ich noch nie, Ja. Habe ich gar nicht gesehen gehabt. Die Zigaretten, alle Items, sag ich schon, Fabriken. Genau, waren schon auf der Karte eingezeichnet und schon gebaut, also die Fabrik war, sind schon gebaut, aber war halt noch nicht Global Company Okay. fähig oder noch nicht produktionsfähig. Was weggekommen ist, können wir ja auch kurz sagen, das ist hier hinten das Heizwerk, das ist weg. Hackschnitzel wird zukünftig oder wird gebraucht im Sägewerk und zukünftig kann man damit wohl auch beim Komposter dann irgendwann was anfangen. Was genau, weiß ich noch nicht. Sägewerk ist aber noch nicht funktionstüchtig. Was ist noch nicht? Das Sägewerk ist noch nicht funktionstüchtig. Tüchtig. Doch. Tüchtig. Also produzieren tut's. Man kann hier an dem Tank Wasser einfüllen. Auf der anderen Seite Wo bist du? Beim Sägewerk. Ah, doch, hier. Ja, das bin ich auch. Und hinten gibt es auch schon zwei Trigger, die funktionieren auch, aber es kommt hier nichts raus. Deshalb, da weiß ich noch nicht, was los ist. Ansonsten vielen Ja, Dank hier ist. an... Hallo. Hallo. Hi. Ich hab's gefunden. Ja, man kann sie hier ein bisschen verlaufen bei der Größe. Ansonsten natürlich vielen Dank an den Olli 5464, dass er hier so flott den Namen geändert hat. Das hat ein bisschen gedauert, deshalb musste man auch jetzt nochmal einen neuen Spielstand anfangen. Hoffentlich das letzte Mal. und wir haben wieder das Standardland gekauft und die Wiese, die wir hatten, sowie noch neben dem Shop eine Wiese. Für die Kuhweide. Genau, für die Kuhweide. Und dann würde ich sagen, let's fetz. Ja. Also, warte, ich soll düngen fahren, gell? Genau. Dann mache ich mal mich mal mit dem schnellen Traktor hier auf den Weg. Case Puma. So, wir haben, aufgrund neuer Spielstand haben wir ein paar Fahrzeuge mehr. Wir haben gesagt, wir fangen jetzt einfach nochmal mit 4,5 Millionen an. Und schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ja. Weil jetzt nochmal alles verkaufen und dann wieder gucken, wie viel Geld. Und dann hätten wir ja einen Haufen Geld minus gemacht. Stimmt, die Auffahrt hier muss man wieder bauen. In den Hof nach und, in den Hof hoch. Musst du wieder bauen. Warum du nicht? Hat diverse Gründe. Okay. Ja gut, dann mache ich das demnächst mal. Ich fahre jetzt erstmal zu Feld 16 und hau da ein bisschen... Ah, lol. Was habe ich vergessen? Dünger. Ja. Ich fahre hier mit leerem Anhänger rum. Das sollten auch die ersten Produktionen sein, die wir dann befüllen. Dünger und Saatgut. Warte, ich schau mal, was sie brauchen. Dünger braucht Gärreste.
Ja, Dann müssten und wir. Saatgut. Saatgut braucht Geiste. Weizen, Gerste, Hafer oder Roggen. Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir dann, wenn ich gedüngt habe und wenn wir soweit fertig sind, ob wir dann noch ein Feld kaufen. Klar. Wir sind ja hier XXL-Farm und nicht SS-Farm. Jo, also das war jetzt ein bisschen. Egal, haben wir einfach überhört. Was? Nix, nix. 7, 8, 9, 10. So. Wir sollten eigentlich überlegen, ob wir das Gras vielleicht dann gleich in die BGA reinballern, dass wir da Gärreste produzieren. Ja. Und nicht am Hof. Ja. Gute Idee. Sonst können wir keinen Dünger Ja. produzieren. Das hört sich aber gesund an, nicht? Wir können auch das BGA-Paket von Castor hier mit draufnehmen. Dann können wir unsere eigene BGA hier platzieren auf dem Hof. Er bringt uns sehr wenig, weil wir müssen ja trotzdem hochfahren zum Saatgut und so produzieren. Ja, doch, wir haben halt dann nicht mehr so einen weiten Weg, um das Zeug anzu oder einzulagern. Ja. Aber dafür haben wir ja den Fast Track drauf. Oder dann in Zukunft mit den LKW. Wollen wir den nicht auch schon kaufen? Ich denke, wir müssen bei der BGA die BGA kaufen, dass wir die benutzen können. Also, dass wir die Fahrsilos benutzen können. Das könnten wir kaufen. Soll ich das dann kaufen? Jo. Das kostet auch nur 90k. Also. Ist ja günstig. Ja, relativ günstig. Hallo, 1,4 Millionen hier das Gelände um den Hof rum. Ja. Spielen wir eigentlich mit Helfer oder ohne Helfer? Ist mir egal. Mithelfer. Ja. Wenn Basics dann noch dazu kommt, dann ohne, würde ich sagen. Stimmt. Weil dann ist der Helfer dann Race 6. Basics Aber ohne Gehalt. sozusagen. Ja, genau, ohne. Sklaverei. Ohne. Ja, ich werde ja auch gezwungen zu arbeiten. Mit dem Geld. Hallo, du bist Miteigentümer. Dann ist das was anderes. Ja. Das wusste ich aber noch bislang noch nicht. Ja, du bist Mitmanager, sagen wir so. Hätte mir auch früher einfallen können, ich bin ja auch Premium-Supporter. Ich habe ja viele Rechte. So schaut's aus. Ja. Jo, dauert halt jetzt. Cosplay wäre natürlich von Vorteil, aber das haben wir noch nicht geschaut, gell? Das müssen wir irgendwann mal testen. Zumindest für solche Strecken ist es halt. Ja. Wobei es halt mit Cosplay dann, ich hatte es gestern im Livestream, nee, vor ein paar Tagen im Livestream, so rum muss ich sagen. Da ging es auch darum, dass durch Cosplay das ganze Spiel eigentlich eher zu einem Manager wird als zum eigenen Hof. Finde ich jetzt nicht so. Mit Cosplay findest du nicht? Nee. Okay, ich finde schon, Mann. man verwaltet dann ziemlich viel. Ja, aber man muss es ja nicht überall nutzen. Das ist. Das ist wohl richtig, ja. Man kann es auch selber machen, aber wenn man es macht, dann. Und dann sagt, das ist aber nur, dann nur noch, ich drück drauf und der macht das. Ja. Man kann es auch selber machen. So, hier ist die Mühle. Die Mühle war mit absoluter Sicherheit noch nicht da. Klar. Nein, wir sind doch fest. Doch. Guck in der ersten Folge rein, wo wir zu Feld, oder in der Folge rein, wo wir zu Feld 12 fahren. Warte mal, was sind 16. 16, meine ich doch. Ne, da gucke ich jetzt rein. Guck rein. Ja, mache ich jetzt. Ja, guck rein. Ja, mache ich. Guck rein.
Wow. Ich bin mir absolut sicher, dass da auf der rechten Seite noch kein Gebäude stand. Weil wir es noch nicht hochgeladen haben, oder? Die dritte Folge kommt heute Abend. Kannst ja auf der Moment, ja, ich guck. in der ersten Folge in der Minimap gucken. So. Stimmt. War noch nicht da, gell? Ja. Tja. Habe ich mich irgendwie oder was bin ich? Ja, da Ich so war mir eigentlich mächtig. zu 1000% sicher, dass die da schon war. Nee, das ich habe die ja gerade gesehen, ich bin gerade dran vorbeigefahren, da dachte ich, hä, das wäre mir aufgefallen. Es war wirklich nur, wir hatten, also Kornhub hat eine Version rausgebracht, da war Sägewerk und was war noch drauf? Brauerei, glaube ich. Oder? Ich habe keine Ahnung, ich lag mir von Corner Dienst. Ja, die war da drin. Und ich hatte aber von Olli, oder wir hatten von Olli nur die mit Dünger, Saatgut und Raffinerie. Ich bin mal auch gespannt, ob er da vielleicht noch ein bisschen was ändert, der Olli. Ich habe ihm nämlich geschrieben, hey, es wäre doch cool, wenn Fertigprodukte, das heißt Zucker, Karotten, Zwiebeln und lauter so Zeug, wenn die alle beim Edeka verkaufbar wären, weil das wäre Oder an so. der Verkaufsstelle. Ja, die sind ja an der Verkaufsstelle bei den BayWa und Raiffeisen. Oder Raiffeisen. Ja, ist ja wurscht. Es sind die ja verkaufbar, aber ich bin der Meinung, es wäre viel geschickter. Zucker verkaufst du nicht. Also, du kaufst nicht, gehst nicht zu Raiffeisen, um da Zucker zu kaufen. Klar, kannst du ja auch. Aber normal nicht. Dann Wer macht das? kriegst du im Edeka. Deshalb habe ich ihm mal geschrieben, ob er da vielleicht die Zugehörigkeit ändert. Ja. Mal gucken, ob er darauf eingeht. Also Fertigprodukte bei den richtigen Läden zu verkaufen, das wäre cool. So, wie weit bist du? Ja, war jetzt meine letzte Runde. Okay. Ja. Ich habe ein halbes Vorgewinde. Ja. Ist ja auch ein sehr kleines Feld, was wir letztens festgestellt haben. Auf jeden Fall. Ein sehr unsteiles Feld. Ja, wobei der Case kommt hier gut zurecht. Ja. Ja, ich muss noch einmal runterfahren dann. Ja. Und wir werden es auch hier wie in den letzten Folgen so handhaben, dass wir schon gucken, dass wir nicht 5 Folgen lang hier jetzt das Feld düngen, sondern das eventuell zwischen den Folgen fertig machen. Je nachdem, wie schnell es geht. Oder auch einfach mal abwechseln, dass ich dann was anderes mache. Und dass es einfach für euch ein bisschen angenehmer ist zu schauen. Ode, was sagst du so? Ja, war ja auch mein Vorschlag. Ja. Also was hat der Düngestreuer hier an Arbeitsbreite? Ich glaube 18 Meter. 18, ja. Das dauert mega lang. Ich habe jetzt gleich das erste Vorgewende. Vielleicht wird man da auch gelegentlich mal einen Helfer draufsetzen. Gelegentlich. Zack. Instant. Nee, hast du gar nicht. Nee, hab ich nicht. Ich fahre noch selber. Oh, da bin ich Noch. jetzt aber schlecht gefahren. Autsch. So.
Ich stelle das Mähwerk am besten gleich hoch auf den Hof. Jo. Mann, schade ich. So, ich hatte glaube ich 10.000 Dünger gekauft, kann das sein? Ja. 1.000 sind im ersten Vorgewende schon weg. Okay. Ist ein bisschen was. Ein bisschen. Ein Ein bisschen. bisschen viel. Ein bisschen. Schade echt, dass ich nicht aufnehmen kann. Ja, stimmt, das hat mir in den ersten Folgen angekündigt, dass bei dir auch Folgen kommen. Leider kriegen wir da einfach ein recht, oder würde Tiger Farm einfach ein rechtliches Dilemma bekommen. Beziehungsweise, warte mal. Ja, Wessex, Black Beast und so nehmen ja auch auf. Nee, das meine ich gar nicht. Wenn du. Du kannst ja bis 15 Minuten. Kannst du ja machen. Kann ich das? Ja, bis 15 Minuten musst du ja nicht dein YouTube-Konto Dings da. Weißt du? Bestätigen. Ja. Da muss ich dann noch mal schauen. Ja, thematisieren wir nachher nochmal. Ja. Wenn wir dann mal fertig sind mit aufnehmen. Mit dem. Düngen und schwadern und aufsammeln und ernten und noch mal düngen und Ja, doch mal düngen, ey. Dafür wäre halt Cosplay oder sowas schon. es ist ja eine Art Helfer. Ja, ist er, ja, Nur auf jeden halt ein Fall. sehr intelligenter Helfer. Zumindest intelligenter als der Standardhelfer. Meistens ja. Außer wenn der Drescher wieder den Abfahrer umfährt. Ja, oder der Abfahrer sagt, dass der Drescher sein Rohr in der Frucht hat, obwohl das nicht so ist. Ja. Naja, was soll's. Wir sollen ja auch ein bisschen was arbeiten, gell? Ja. Aber wenn Wessex dann kommt, dann brauchen wir keinen Helfer mehr. Dann haben wir schon Sklaven. Auch wahr. Sorry, leck. Ja. Immer wenn du ins Escape-Menü gehst. Jo. Kannst du es aber nicht tun? Ich muss gerade gucken, wie weit ich schon beim Feld bin. Warum lädt das denn immer so? Weil da die ganzen, der wird zwischengespeichert. Ach so, ja. Und das braucht halt einiges an Ressourcen. Ja, vor allen Dingen, weil das Multiplayer-Spiel ja auch aufgemacht hast. Jo. Einem Server wäre das ja gar nicht so das Problem. Nee, da natürlich nicht. Da hast du nur ab und zu die Lags mit den, wenn du was kaufst. Ja. Aber das ist ja hier auch so. Also ich kann so gut vier Bahnen zusammenschwadern, viereinhalb so. Ja, da kommt schön was raus. 260k hatte ich, glaube ich, im Stream letzte Woche. Ne, diese Woche. Wir könnten auch machen, wenn wir oder wenn ich das aufgesammelt habe, dass wir daraus ein Feld machen, dass wir es auch düngen können. Dass es noch mehr gibt. Ach, du meinst ein Grasfeld ausbauen? Ja. Das könnte man machen. Das wäre eigentlich so ziemlich. Müssen wir aber mit dem Pflug drüber, oder? Ja, dann müssen wir halt zwei Pflüge kaufen und einer macht erstmal Vorgewende und dann geht es schon. Ja. Oder zwei mieten. Wir müssen die ja nicht kaufen. Nee, wir haben ja dann auch gar keinen Tiefenhocker. Nee, das haben wir auch noch nicht. Merke ich gerade mal.
Den Quadrak haben wir uns gekauft, das habt ihr noch gar nicht gesehen. Oder vielleicht vorhin mal kurz beim Durchtappen. Und die bigste, die größte Sämaschine. Die Bigste. Die bigste. Ach ja, das Englisch Let's Play war schon mal. The biggest. Deshalb können wir uns da dann auch locker den größten Pflug mieten. Ja. Das sehen wir aber nicht mehr heute. Das können wir dann sehen, wenn das Feld fertig ist, wenn die Wiese fertig ist von dir. Ja. Und für heute war es das schon wieder. Darum. Haut rein. Tschö. Like, Abo und Kommentar nicht vergessen. Hast du eilig? Ja, klar. Jo, haut Hallo, wir sind im Aufnahmestress. rein. Haut rein, macht's gut, bis morgen und Tschö. schönes Wochenende. Tschüss. Tschö.